So, als nächstes folgt jetzt das bereits angekündigte Interview mit unserer Stadtgruppe, die euch einen kleinen Einblick in ihre Arbeit hier in Freiburg gibt. So, ich habe hier im Studio Angelika und Lydia. Hallo. Hallo. Die beiden sind aus der Stadtgruppe und erzählen uns heute ein bisschen was über ihre Arbeit bei Amnesty. Und dann komme ich schon mal gleich zu meiner ersten Frage. Was genau macht ihr in eurer Gruppe, beziehungsweise was ist eigentlich euer Themenschwerpunkt? Also unser Themenschwerpunkt ist der Iran. Das haben wir gewählt wegen der Städtepartnerschaft von Freiburg zum Iran, also zu Isfahan genau, und haben uns da zwei Fälle ausgesucht als Schwerpunkt. Ja, und einer der Gründe, weswegen wir uns halt auch für den Iran entschieden haben, ist, weil dort nach wie vor ganz massiv Menschenrechte verletzt werden. Erschreckenderweise werden zum Beispiel Jugendliche hingerichtet. Es gibt aus 2015, also auch alles leider sehr aktuell, Berichte über Steinigungen. Ansonsten wird meist hingerichtet durch Erhängen. Und wir hatten oder haben den Eindruck, dass einerseits die Städtepartnerschaft schon eine super schöne, wertvolle Sache ist, damit die Kulturen vielleicht so näher zusammenfinden. Aber es entstand bei uns bisher nicht der Eindruck, dass die Lokalpolitiker, zum Beispiel der Oberbürgermeister, irgendwie besonders aktiv in politischer Weise sind. Und wir finden schon, dass man sozusagen diese Menschenrechtsverletzungen nicht komplett unter den Teppich kehren darf, weil sie einfach zu gravierend sind. Genau, die zwei Schwerpunktfälle, wo wir auch immer regelmäßig Briefe schreiben, sind zum einen bezüglich der 7 Bahai, das ist eine religiöse Minderheit im Iran. Und das zweite ist ein Jugendlicher im Iran, der eben zur Todesstrafe verurteilt wurde. Genau, also Todesstrafe ist im Iran immer noch ein Thema und gerade auch in Jugendlichen finden wir, es ist echt was, das echt nicht sein darf. Ist es dann wirklich auch so der eine Hauptschwerpunkt, den ihr gesetzt habt, oder gibt es auch noch andere Themen, denen ihr euch widmet? Ja, wir bemühen uns natürlich schon auch, wie ich glaube, fast alle Gruppen bei aktuellen Kampagnen, soweit es unsere Ressourcen erlauben, auch mitzumachen oder auch mal andere Gruppen zu unterstützen bei Infoständen. Aktuelle Kampagne ist ja sozusagen diese rassistische Gewalt in Deutschland stoppen. Da verteilen wir dann schon auch mal Flyer oder weisen darauf hin. Aber im Grunde, weil wir eben auch eine recht kleine Gruppe sind, konzentrieren wir uns schon eher darauf, wenn wir eine Aktion machen, auf die Menschenrechtssituation im Iran hinzuweisen. Jetzt nächstes Jahr ist ein bisschen eine Ausnahme auch. Und zwar ist ja nächstes Jahr März wieder Frauenwoche. Und da wollten wir auch dieses Mal mitmachen. Und da machen wir mit Amika mit. Und weil die Schwerpunkt Saudi-Arabien gesetzt haben für Frauenrechte, haben wir jetzt jemanden aus Jemen engagieren können. Was mir noch einfällt, ist, dass wir hatten jetzt zum Beispiel gerade aktuell eine Lesung im Jus Fritz aus einem Buch eines Flüchtlings aus dem Iran, der allerdings schon 1992 nach Deutschland kam und auch das Glück im Unglück hatte, dann doch das Glück hatte, hier in Deutschland relativ zügig Asyl zu bekommen. Und er durfte dann auch im Therapiezentrum für Folteropfer in Berlin Therapie machen, 2 Jahre lang. Und in diesem Rahmen schrieb er ein Buch. Und er ist zwar einerseits Iraner, aber andererseits steht er ja schon auch stellvertretend dafür, dass Menschen, wenn sie auch so adäquate Hilfe bekommen, dann tatsächlich auch hier im Land Fuß fassen können. Dass man Therapie braucht, aber nach solchen starken Traumatisierungen, und in dem Buch beschreibt er eben auch die Folter, die er erlebt hat. Und so auf der Lesung hat sich dann eigentlich schon gezeigt, dass die Menschen dann auch irgendwie berührt, wenn sie das hören, und dann ja, das schon vielleicht auch nochmal so aufmerksam macht, dass eben ganz viele Flüchtlinge nicht eben ja einfach nur mal hierher kommen als irgendwie in Anführungszeichen Schmarotzer, sondern wirklich, weil sie wirklich extrem verfolgt werden und schon einen Grund haben, sozusagen das Heimatland hinter sich zu lassen. Ihr seid ja eine relativ neu gegründete Gruppe. Seit wann genau gibt es euch denn jetzt eigentlich? Uns gibt es jetzt genau seit Anfang 2015. Und wie ist das zustande gekommen, dass ihr gesagt habt, da braucht es jetzt noch so eine Stadtgruppe bei Amnesty Südbaden?
Naja, im Großen eigentlich, man denkt, ja, eigentlich schon politisch aktiv in Freiburg, gab es überhaupt keine Gruppe für Menschen, die nicht mehr studieren. Mir persönlich ging es so, dass als ich dann hierher kam, ich mich nicht mehr mit Ü40 den Studenten so zugehörig fühle. Auch mit Ü30 nicht. Und dann war es halt so, dass ich drei so alt, in Anführungszeichen, Mitglieder, vier Altmitglieder sogar, also das heißt, wir sind eigentlich nur in Anführungszeichen fünf Aktive, also ich glaube, wir kriegen schon auch einiges hin, aber sind doch eher eine kleine Gruppe. Wenn irgendjemand jetzt Lust hat, auch mitzumachen, wir treffen uns jeden zweiten Donnerstag im Monat, Ausnahme, jetzt im Dezember treffen wir uns am 15. Genau. Dezember, 18:30 und zwar ist es ein Amnesty-Büro in der Basler Straße, also wer Lust hat, kommt gerne, wir brauchen noch Verstärkung, dass wir einfach auch mehr Aktionen machen können. Dann noch eine Frage, und zwar das Thema der heutigen Sendung ist ja so ein bisschen Rückblick auf das Jahr 2016. Und meine Frage an euch wäre jetzt, was waren für euch prägende Ereignisse in diesem Jahr? Was fällt euch da spontan ein? Also auf die Gruppe bezogen war es, glaube ich, jetzt die Lesung. Was mich da irgendwie sehr gerührt hat, war so, dass dann danach wohl Zuschauer meinten, sie hätten da Tränen in den Augen gehabt, weil halt eben diese Foltererlebnisse zum Teil so schlimm waren, was wir da auch gelesen haben. Und das fand ich schön, dass es die Leute tatsächlich so berührt. Ja, und dass dann danach halt auch noch eine angeregte Diskussion gab mit dem Autor, der auch selber da war. Das fand ich sehr schön. Mich persönlich hat tatsächlich nochmal so in diesem politischen Bereich ziemlich getroffen. Das war tatsächlich auch eine Amnesty-Kooperation mit der Stadtbücherei. Und die hatten einen Menschen eingeladen, der ehrenamtlich unterwegs war für Sea-Watch. Der war auf einem Schiff, ich glaube, das war gar nicht mal so lange, 2 oder 3 Wochen. Danach werden diese Freiwilligen quasi wieder ausgetauscht, in Anführungszeichen. Und er hat so ein bisschen berichtet, wie das ist, auf so einem Boot zu sein im Mittelmeer. Und da treiben dann tatsächlich diese Flüchtlinge in einem Boot vorbei. Und ja, das hat mich persönlich dann auch noch mal mehr getroffen, als wenn man da irgendwie Tagesthemen gucken würde. Er hat dann auch berichtet, wie das war, als sie dann auch mal so ganz viele Leichen da sahen und wo sie nicht verpflichtet sind, die irgendwie zu bergen. Aber irgendwie haben sie sich dann, also ein paar Leute hatten sich dann entschieden, die doch zu bergen, so auch aus Respekt sozusagen vor diesem Menschenleben, das da jetzt beendet wurde. Ja, und das ist dann sowas, wo ich dann auch selber merke, okay, man kann sich jetzt hier, auch wenn viele Menschen schon da sind, irgendwie, man kann sich irgendwie oder man darf sich nicht abschotten, auch wenn es einem vielleicht manchmal zu viel ist oder man genervt ist oder irgendwie denkt, man will sich doch mal wieder um sein privates Leben kümmern. Aber wenn man sowas hört, ja, dass da wirklich die Leute, ja, so dass die da echt absaufen, nach wie vor rüttelt also mich persönlich dann doch wieder auf zu sagen, ja, okay, so ist es halt und da muss man, ja, man kann halt die Grenzen nicht dicht machen, ja. Gut, dann bedanke ich mich für das Interview mit euch beiden. Danke, dass ihr ins Studio gekommen seid.